Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht. Heute die letzte Folge vor der Sommerpause mit dem Blick auf unser ganzes Gebiet, unsere ganze Region. Im Hintergrund Altstädt und wenn ihr genau guckt, könnt ihr bis zum Kyffhäuser schauen. Und ja, mit diesem Hintergrund von einer großen Freiheit und auch einem sehr schönen sommerlichen Spätnachmittag begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Andacht. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, deswegen steht fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft einspannen. Das ist der Lehrtext für heute, für Mittwoch. Den hat Paulus geschrieben an die Christen in Galatien und der Kontext, den erkläre ich dir ganz kurz, der Kontext ist, dass Paulus sich auseinandersetzen muss mit Leuten, die sagen, es reicht nicht, Jesus zu vertrauen, sondern auch alle anderen Gebote des Alten Testaments müssen gehalten werden. Nur dann kann man Frieden mit Gott finden, nur dann wird es Vergebung bei Gott geben. Und Paulus stellt sich dem entgegen und sagt, nein, Christus reicht. Der Glaube an Jesus und das Vertrauen in ihn, das Leben, nachdem wie Jesus gelebt hat, das reicht und es ist nichts anderes mehr notwendig dazu. Das ist der eine Satz, so wie man das verstehen kann, wie Paulus ihn in seine Gemeinde hineingesprochen hat. Ja, also Jesus allein, das Vertrauen in ihn, das reicht. Ich verstehe den Satz natürlich so und aber nochmal erweitert. Wer mit Jesus lebt, und das habe ich in den mittlerweile 18 Jahren, die ich Christ bin, so erlebt. Wer sich an Jesus orientiert, ihm vertraut, der erlangt wirklich eine Freiheit, die größer ist, als man sich vorstellen kann. Insbesondere eine Freiheit, anderen zuzuhören. Insbesondere eine Freiheit, sich nicht irgendwie festketten zu lassen, nicht mal an irgendeine Lehre der Kirche oder so, egal ob das jetzt in vergangener Zeit oder jetzt ist. Sondern zu sagen, ja, mit Christus leben heißt, ich vertraue ihm, ich versuche mit ihm zu gehen. Das bedeutet für mich trotzdem, Teil einer Kirche zu sein, Teil einer größeren Gemeinschaft. Und das ist manchmal anstrengend und manchmal ist es ganz wunderbar. Und manchmal, tja, da dauert es eben unendlich lange, bis sich die Kirche irgendwie bewegt. Die Kirche ist manchmal ein bisschen langsam. Und trotzdem macht es mir große Freude, daran mitzuwirken, dass wir dem, was Jesus erzählt hat, näher zu kommen und näher zu kommen, was es bedeutet, dass Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das ist ein Prozess. Der zieht sich hin und da muss immer wieder neu diskutiert werden, immer wieder neu hinterfragt werden. Und das bedeutet für mich diese Freiheit, nicht zu hängen an irgendetwas, sondern frei zu sein durch Jesus und durch das, was er getan hat. Und dann kommen ganz viele Themen hoch, wo jahrelang, jahrzehntelang noch länger darüber gestritten worden ist. Und wir erleben jetzt gerade, oder zumindest ich erlebe das, dass wir in einer Phase sind, wo wir diese Freiheit oder wo ich diese Freiheit auch mit vielen aus meiner Gemeinde wiederentdecke. Und zu sagen, das oberste Gebot, ja, was Jesus sagt, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst, das haben wir vorige Woche schon mal gehabt in der Andacht, das ist so Regel und Richtschnur dessen, wie ich versuche, mein Leben in der Freiheit, die Christus mir gewährt hat, zu leben. Und Gott hat mich zu sich gerufen, als ich ihn gehasst habe. Als ich so unendlich weit weg von ihm war. Und trotzdem hat er mir diese Freiheit gewährt, die er mich zur Taufe und zu dem Leben in Jesus berufen hat. Mit dieser Freiheit umzugehen, heißt nicht irgendwie, alles ist egal. Man kann irgendwie alles machen, ist halt Freiheit, alles ist erlaubt. Oder alles ist gleich gut. Das heißt das, glaube ich, nicht. Sondern vor diesem Hintergrund, was bedeutet es denn, sein Leben mit Jesus zu leben? Und was bedeutet es, mit anderen zu leben? Ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten und dadurch auch sein eigenes Leben zu gestalten. Auf Gott zu vertrauen, auch dann, wenn es mal richtig knirscht. Wenn wir Verluste erleben. Wenn wir Sorge um die Zukunft haben. Das ist jetzt besonders relevant, nach dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Und gleichzeitig ist es für mich nicht nur diese Fragen, die aufkommen, sondern auch eine tiefe Geborgenheit. Eine tiefe Geborgenheit darin, dass ich mich nicht selber rechtfertigen muss, sondern Gott hat es schon für mich getan. Das heißt nicht,
dass ich mir alles erlauben kann. Das heißt nicht, dass ich quasi schuldlos bin, ganz im Gegenteil. Aber es heißt, ich weiß, ich bin geliebt, trotz aller Fehler, die ich habe und aller Dinge, die nicht so gut funktionieren. Mein Wert ist in Jesus begründet, der mich liebt und der für mich ans Kreuz auf Golgatha gegangen ist. Dass die Freiheit, von der Christus spricht, von der Paulus spricht und die er erlebt hat als jemand, der selber die ersten Christen verfolgt hat und dann diese 180-Grad-Wende gemacht hat vom Saulus zum Paulus, wie man das quasi so sprichwörtlich sagt. Paulus hat es erlebt und sagt das an seine Gemeindeglieder in Galatien weiter. Haltet fest an dem, was ihr von Jesus gehört habt. An der Liebe zu Gott, an der Liebe zu euch, an der Liebe zu den Menschen. Vertraut auf ihn, das ist relevant. Und ehrlicherweise ist es so, dass auch Paulus damit immer wieder Probleme haben wird. Immer wieder auf Dinge stößt, die ihm unvereinbar vorkommen, weil er auch ein Mensch seiner Zeit war. Und unsere Aufgabe als Menschen, die nach Gott suchen, die mit Gott auf dem Weg sind, ist es, immer wieder diese Frage zu stellen. Was ist gut für das Leben miteinander? Was ist gut für das Leben mit Gott? Und was ist gut für mein eigenes Leben? Und wenn das alles dreist zusammenkommt, dann ist es Freiheit. Und die erlebe ich immer mal wieder ganz enorm. Und manchmal verfange ich mich selber in dem, was ich denke, was richtig ist. Und da gilt es, auf Gott zu hören und auf das, was er einem sagt, durch die Bibel, aber auch durch das, was uns in unserem Leben passiert und was Gott uns so vor die Füße wirft jeden Tag. Ich bin der festen Überzeugung, man muss einfach nur die Augen aufmachen und wird das Wirken Gottes erleben. Das will ich dir mitgeben für diese Urlaubszeit und bis wir uns wiedersehen, vermutlich in der ersten Septemberwoche. Bleib behütet auf deinem Weg mit Gott und mit Jesus, der dich liebt. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich. In Liebe und in Zuversicht. Amen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, auf den Kanälen, auf denen du das ja siehst. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns im September nach den Sommerferien, nach der Sommerpause wiedersehen. Geh gut deiner Wege mit dem Segen Gottes und bis bald.